Endlich ist es soweit, wird sich Klaus Doller an diesem Samstagmorgen gedacht haben. Noch die Uniform anziehen und ab zur neuen Alden 29. Seit 1.9.1954 ist Klaus beim Nahverkehr. Erst als Lehrling in der Werkstatt, dann als 16-jähriger Kassierer mit 18 Straßenbahnfahrer. 2 Jahre später war er O-Busfahrer. Von 1970 bis 1973 absolvierte er die Meisterschule und dann 25 Jahre Werkstattmeister. Also einer, der von der Pike auf jede Schraube kennt. Da sitzt halt jeder Handgriff. Vor gut 3 Wochen war ich schon mal beim GVB. Jetzt sind wir hier vor der 12, unsere historische Straßenbahn Nummer 12. Aber ich bin wegen was ganz was anderem da. Ihr habt in den letzten Monaten, rund 6 Monate, habt ihr an einer anderen Bahn richtig viel gemacht. Sebastian, was war los? Genau, vielen Dank, Heinz. Und zwar, wir haben an unserem ältesten Wagen, Baujahr 1905, Nummer 29, eine Grundinstandsetzung des Daches durchgeführt. Wir hatten dort mehrere Undichtigkeiten. Es wurde schon in den letzten Jahren absehbar, dass das immer schlimmer wird. Und damit die Substanz unseres ältesten und schönsten Wagens, wie ich finde, nicht weiter leidet, haben wir gesagt, dort muss was gemacht werden. Und das Gute war, und deswegen konnten wir es überhaupt umsetzen, wir haben eine Großzuwendung bekommen im Rahmen eines Sponsorings von der WBG Union, hier von der lokalen Wohnungsbaugenossenschaft, über 10.000 Euro. Und das hat uns wirklich geholfen, also die wichtigsten Dinge umzusetzen. Wir haben also einmal komplett das alte Holz vom Dach abgedeckt, haben das durch unseren eigenen Tischler, den Herrn Doller, neu zurichten lassen, anpassen lassen, hat das dann mit einem Kollegen zusammen alles neu aufgebracht. Und von der Firma Latusek hier aus Gera haben wir dann eine neue Dachhaut bekommen. Die hat uns das komplett neu mit Dachbahn bezogen. Und wie ich finde, ist es sehr gut geworden. Sebastian, jeder, der in Gera unterwegs ist, weiß, eine Straßenbahn fährt mit Strom. Es war sicherlich auch noch ein Elektriker dabei, oder? Das ist richtig. Natürlich haben die Elektriker vorher den Stromabnehmer runtergebaut. Wir haben auch einige Kabel, die da auf dem Dach verliefen, erneuert. Und jetzt, nachdem eben das Dach instand gesetzt war, die neue Dachhaut drauf, ist natürlich auch durch die Elektriker wieder alles, was da an Elektrik auf dem Dach, inklusive Stromabnehmer, wie du sagst, draufgekommen. Sebastian, jeder weiß, der ein Häusel baut, ein altes Häusel umbaut, der merkt, wenn er irgendwo reinsticht, oh, das ist noch kaputt und das ist noch kaputt. Hat euch das auch bei der, ich sag mal, Rekonstruktion ereilt? Also im Grundsatz gebe ich dir recht, das passiert immer. Ja. Wir hatten aber im Vorfeld eine klare Vorstellung und auch ein Budget, wo wir gesagt haben, damit muss man auskommen. Und sind trotzdem der Meinung, dass wir nicht zu wenig gemacht haben. Wichtig war eben, das Dach in seiner Grundsubstanz wieder hinzubekommen, sodass also der Rest des Wagenkastens nicht weiter leidet. Klar hätte man gut und gerne sagen können, jetzt ist das Dach runter, wir machen weiter. Aber dann kommt man vom Hundertsten ins Tausendstel. Und es ist trotzdem eine sehr werterhaltende Maßnahme gewesen. Und wir werden über das nächste Jahrzehnt wunderbar damit fahren können. Ums nächste Jahrzehnt geht's. Hier steht hier in der Halle richtig viel Geschichte, Straßenbahngeschichte hier in Gera. Wie viele alte Straßenbahnen habt ihr noch? Ich weiß, Tatra, Gotha und wie sie alle heißen. Genau. Ja, wir stehen hier vom zweitältesten, das ist hier die Nummer 12. Wir haben einen weiteren Triebwagen, die Nummer 16, die fährt immer mit Beiwagen. Und als ältesten Tatra haben wir hier hinter mir die 320, die noch im Originalzustand ist. Originalzustand, es fahren ja auch noch Tatras in Gera, also es fahren Museumsbahnen eigentlich auch im Linienverkehr. Das ist richtig, ja, aber da sind wir ja in dem glücklichen Umstand, dass wir letztes Jahr einen Auftrag vergeben konnten, um zumindest einen Teil dieser Flotte zu erneuern. Wir hoffen natürlich sehr, dass wir noch weitere Optionsfahrzeuge ziehen können, sodass sich also der Tatra wirklich irgendwann mal aus dem Liniendienst verabschieden kann. Alles klar. 20. April fährt es das erste Mal wieder und dann wieder das ganze Jahr. Die sind aber alle historischen Bahnen, gehören dem GVB.
Richtig, die gehören alle dem GVB. Vermarktet werden sie natürlich durch den Verein Eisenbahnwelten. Dort kann man die Fahrten entsprechend buchen und Termine abstimmen. Und die Vereinsmitglieder der Eisenbahnwelten, die sind auch diejenigen, die auf den Fahrzeugen dann entsprechend fahren. Immer und klasse, wenn Sie die alten Bahnen durch Gera fahren, sie gehören einfach dazu. Richtig, die gehören einfach dazu. Und neben dem Großsponsor WBG Union gab es auch einige mittelständige Betriebe aus Gera, die uns einfach gesagt haben, wir finden das toll, dass ihr diese Fahrzeuge erhaltet und auch wir sind bereit, Beträge zu geben und unseren Beitrag zu leisten, dass die Fahrzeuge weiterhin im Stadtbild zu sehen sind. Also es waren nicht nur die WBG, sondern es waren noch viele andere kleine. Richtig, also ich meine 3-4 weitere Betriebe sind es gewesen, die uns hier unterstützen und wir freuen uns über jeden, der da Interesse zeigt, kann ich nur weiterhin aufrufen, wer uns dahingehend unterstützen möchte. Wir sind ja ein defizitärer Betrieb und können also natürlich nur selten Mittel dafür aufwenden, was nicht unser Kerngeschäft ist. Und die historischen sind nun mal leider nicht unser Kerngeschäft. Aber wenn sowas passiert, dann sind wir in der Lage, auch mal etwas mehr zu machen und für den Erhalt der historischen Wagen zu tun. Sebastian, kurz bevor wir hier angefangen haben mit dem Dreh und in unserem Interview, kam hier eine Bahn an und da kam ein Haufen Zwerge raus. Was hat das zu tun? Ja, Jugendarbeit ist uns natürlich auch wichtig, auch als Eigeninteresse, weil die Kinder bei uns Fahrgäste sind und sicher unterwegs sein sollen. Und demzufolge haben wir das regelmäßig, dass Schulklassen bei uns sind und lernen, wie man sich in unseren Straßenbahnen und Bussen verhält, damit man sicher unterwegs ist. Festhalten, einen Platz suchen und so weiter. Wir wollen das einfach nutzen, wenn jetzt ein Kindergarten sagt, ach, das würden wir auch gerne mit unseren Zwergen machen, einfach bei euch melden? Richtig, einfach bei uns melden. Gibt es Mitarbeiter, die sich dem annehmen und dann die Schulklassen rumführen. Und vielleicht sind es ja auch die Arbeitskräfte von morgen. Alles klar, ich danke dir und viel Erfolg bei der nächsten Bahn, weil die Kollegen haben mir gesagt, das war eine geile Arbeit das letzte halbe Jahr. Ja, vielen Dank. Alles klar, tschüss. Tschüss. Nachdem die Gäste im Wagen Platz genommen hatten, ging die Fahrt los. Ab zur Heinrichstraße, dann zum Wintergarten nach Zwülzen. Wem ist denn die rote Lampe am hinteren Einstieg aufgefallen? Was ihr wieder denkt. Das ist das Rücklicht, welches von der Volkspolizei vor 50 Jahren gefordert wurde. Die Blinker hat man sich gespart. Ist ja ein fahrendes Denkmal. Klaus, du bist einer der Ersten, der mit dieser Bahn gefahren ist. Ja, seit 24.09.1967 haben wir den Wagen in Betrieb genommen. Ich war der Erste, der den Wagen gefahren hat. Als historischen Waren. Wir haben ja früher viel losgelassen. Wir haben zum Beispiel vor das Kunst im Kaufhaus einen Weihnachtsmann gemacht. Da bin ich den Waren bei 10 Grad minus gefahren. Wenn es geschneit hat, sah es da aus wie ein Mehlmann. Das waren eben schöne Zeiten. Und an die Zeiten denke ich sehr gerne zurück. Klaus, wie fährt sich die neue alte Bahn? Naja, die Bahn ist, fährt sich wunderbar. Also für mich war es heute eine richtige Bereicherung, den Waren wieder fahren zu dürfen, zu können. Man hat ja oben angerufen, oder ich habe angerufen, dass es nicht mehr regnet. Die Sonne kam zeitweise raus. Es ist temperaturmäßig auch auszuhalten. Es sind vielleicht 5 Grad, denke ich mir. Und das geht. Also wie heißt das, wenn die nicht geschlossen ist? Wo stehst du? Perron. Das ist, wird genannt Perron. Und der Wagen ist der einzige Wagen, der offen ist. Und die anderen Wagen haben den geschlossenen Perron. Also gibt auch Wagen, das jetzt der Fahrer. Also praktisch in der Fahrerkabine. Aber der andere Wagen, den wir noch haben, Baujahr 28, der hat den Perron, wo der Fahrer auch noch steht, aber der ist eingeglast vorne, also ausgeschützt durch den Zug, durch den Fortwind. Und wie der Klaus früher aussah, das zeige ich euch jetzt mal. Gebaut wurde die 29 vor 124 Jahren von den Firmen MAN Nürnberg und AEG Berlin. Im Mai 1905 fuhr sie das erste Mal durch Plauen. Vom Februar 65 bis Juni 66 war die Zukunft ungewiss.
in Plauen fuhren neue Bahnen. Die 29 hatte ausgedient. Der VEB Verkehrsbetriebe der Stadt Gera übernahm, baute den inzwischen geschlossenen Wagen wieder um, sodass er ab 1967 im Originalzustand in Gera einen Hauch von Straßenbahngeschichte versprühte. Hans und Manfred Bötschner, Mitglieder des damaligen Skatclubes, waren die ersten, die mit Klaus Doller zur Sonderfahrt unterwegs waren. Ihnen sind diese Aufnahmen zu verdanken. Die älteren Gerschen kennen mit Sicherheit die Wendeschleife in Tinz, die 1961 in Betrieb ging. Wurde das Fahrzeugdach der 9 Tonnen schweren Bahn schon mal instand gesetzt. Herrlich historische Aufnahmen, Klaus, das war eine der ersten Fahrten hier in Gera. Das waren die ersten Fahrten, ja. Und die ist praktisch so geblieben, die Bahn so? Also ihr habt sie von Blauen zugekriegt, dann nochmal umgebaut? Naja, denn wir haben nur, Blauen hat ja schon eine Kabine vorne, also eine Kanzlei vorne rumgebaut, also dass der Fahrer hinter einer Scheibe steht. Und wir haben dann praktisch das zurückgebaut, wie es nach unseren Fotos war. Haben wir auch die Fensterteilung umgebaut, also die Fensterteilung entsprach nicht Gera und wir haben dann praktisch die Fensterteilung von Gera gemacht. Also wir haben schon viele Sachen neu gemacht. Wir haben dann damals neu verblecht und alles unterm Wagen, alles gestrichen und alles gemacht. Und wie gesagt, und jetzt hat er das neue Dach bekommen. Und das war eben der nächste Schritt. Und nun kann man sagen, es sind ein paar Kleinigkeiten noch perspektivisch zu machen. Aber die 29 ist nie in Linie in Gera gefahren? Ist nie in Liniendienst gefahren. Immer bloß als historischer Wagen. Allzeit gute Fahrt, ihr zwei. Wer es mal erleben will, bucht die 29 bei der Eisenbahnwelt Gera.